Hallo und herzlich willkommen zu diesem Anleitungsvideo. Ich möchte heute zeigen, wie man das GeoGebra-Programm im Schulbereich startet. Dazu öffnen wir einen Windows Explorer-Fenster. Im Laufwerk C finden wir die Portable Apps in einem Ordner direkt eingerichtet. Start Excel öffnet das Startmenü und hier habe ich unter Bildung GeoGebra als Portable App installiert, eingerichtet. Wie das für den heimischen PC, den eigenen USB-Stick etc. gemacht werden kann, zeige ich in einem anderen Video. Ich öffne das GeoGebra-Programm und wir sehen hier Nanu, es sträubt sich etwas. Rechte Maustaste. Gut. So, das GeoGebra-Programm enthält also das Algebra-Fenster und das Grafikfenster, weitere Fenster, das Tabellenfenster, Computer-Aided System CAS. Das ist also ein computergestütztes Lösen von Problemen, Solve, 3D-Grafikfenster und Statistikfenster. Wir brauchen nur Algebra- und Geometriefenster im Grafikfenster finden wir also ein fertiges Koordinatensystem. Ja, kurz zum Aufbau. Hier oben haben wir die Werkzeugleiste, natürlich Titelzeile mit Namen des Programms, Systemsymbolen. Dann hier das Hauptmenü mit allen Funktionen, die das Programm zur Verfügung stellt. Das ist immer hier konzentriert. Die meisten glauben nur das, was hier in den Symbolleisten zu sehen ist, kann man also entsprechend verwenden. Das stimmt so nicht. Das Hauptmenü ist eigentlich die Zentrale jedes Programms. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Werkzeugleiste dient uns hier für die Arbeit mit der Maus oder ist uns hier sehr hilfreich. Wir können also zum Beispiel hier diese Werkzeugleisten-Symbole erweitern, unten rechts, bewegen um einen Punkt. Oder hier jetzt das Punktemenü. Hier haben wir also alle Funktionen, die sich auf die Arbeit mit Punkten beziehen. Das geraden Streckenmenü hier. Alle Funktionen, die also entsprechende Strecken generieren, erzeugen. Hier diverse Funktionen, um weitere Objekte, Ortskurven automatisch mit Hilfe des Programms zu generieren. Hier die Vielecke, Kreise, Kreisteile, Segmente etc. und so weiter. Hier gibt es die Möglichkeit, auch Text zu ergänzen, Bilder einzufügen, Freihandlinien zu zeichnen etc. Und hier kann man also Schieberegler. Und ganz wichtig sind diese Funktionen zum Beispiel für das Vergrößern, Verkleinern des Grafikfensters, Verschieben des Zeichenblattes, wenn man also irgendwo an Punkte heran muss, die jetzt so unmittelbar nicht zu sehen sind. In dieser Art und Weise ist also alles leicht und schnell mit Hilfe der Maus zugänglich und ich möchte jetzt also mal zum Beispiel einen Punkt zeichnen. Zack, da ist er, wird er auch hier sofort eingetragen mit seinen Koordinaten. Ja. Natürlich kann man den Punkt auch anfassen und an eine andere Stelle ziehen. Oft funktioniert das Ziehen aber nur, wenn man vorher die Funktion Bewegen aktiviert hat. Bewegen lassen sich zum Beispiel auch diese Markierungen. Und auf diese Art und Weise kann ich also jetzt hier mehrere Punkte definieren. Also Punkt, zack. Und hier sehen wir schon, wenn ich also eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen will, dann muss ich die beiden Punkte haben. Also den Punkt C und den Punkt B. Hätte ich auf A geklickt und auf B geklickt, hätte ich die Gerade durch A und B gekriegt. Ich kann aber auch irgendwo hinklicken und eine Gerade ziehen. Die Schnittpunkte sind jetzt noch keine Punkte für die Verwendung im Programm. Dafür muss ich also hier in das Schnittpunktmenü reingehen und halt, Entschuldigung, und hier in das Punktmenü und muss also sagen, der Schnittpunkt zwischen zwei Objekten soll als Punkt eingetragen werden. Also wähle ich das erste Objekt aus, erste Objekt und das zweite Objekt und dann habe ich hier den entsprechenden Schnittpunkt. Mit seinen Koordinaten wird das immer gleich berechnet und alles hier ausgegeben. Nicht wundern hier,
Das sind also die Gleichungen für die Geraden. Die stellen ja in einer anderen Betrachtungsweise auch automatisch lineare Funktionen dar. Gut. Damit sei das kurz gezeigt. Flächen einmal klicken, zweimal klicken, dreimal klicken. Ich kann jetzt beliebige Vielflächen erzeichnen. Komme ich auf den Ursprung zurück, wird das Flächenobjekt abgeschlossen. Es bekommt also entsprechende Bezeichnungen. Mit der Funktion Bewege kann ich das hier also noch ein bisschen verändern. Ich kann natürlich auch zum Beispiel Geraden zeichnen, Strecken, die eine bestimmte Länge haben. Dazu muss ich einen Punkt und die Länge vorgeben. Gebe ich also einen Punkt vor und die Länge 5, dann bekomme ich also die entsprechende Strecke. Hier kann ich jetzt zum Beispiel den Punkt K um den Punkt J bewegen. Problem dabei, die Länge der Strecke darf sich natürlich nicht mehr ändern, also bleibt sie auch konstant. Während hier bei diesen Objekten natürlich wir ja sehen können, dass sich auch der Abstand zwischen den Punkten problemlos ändern darf. Da der Schnittpunkt B, der Punkt B als Schnittpunkt zwischen den beiden Objekten hier angelegt war, muss also dann sich natürlich auch die andere Gerade, die durch diesen Punkt bestimmt ist, entsprechend verändern. Ja, das ist erstmal so die Grundlage und die Konstruktion mit Hilfe dieses Werkzeugs erfolgt also genauso, wie man das bei einer Konstruktion mit Zirkel und Lineal durchführen muss. Allerdings muss man hier manches noch etwas konsequenter dem Computer mitteilen. Das zeige ich dann aber in den weiteren Anleitungsvideos. Ich hoffe zunächst, dass also dieses Video dahingehend geholfen hat, den Umgang mit diesem Programm ganz grundsätzlich zu zeigen. Hier zum Beispiel das Verschieben der ganzen Fläche. Scrollrad nach vorn, zoomt raus, Scrollrad nach hinten, zoomt rein in diese Fläche. Damit ist eigentlich alles gesagt. Für das Zeichnen ist das hier oft nicht notwendig, das kann man dann hier entsprechend ausschalten. Ansicht kann man jederzeit das wieder hinzunehmen. Ein Fenster ist immer offen. Hier kann man natürlich auch entsprechende Rasterungen einstellen. Man kann dafür sorgen, dass also die Punkte an die Schnittstellen zwischen solchen Rasterlinien gefangen werden und vieles andere mehr. Das ergibt sich nach und nach und sehr schnell, wenn man intensiv hier damit arbeitet. Rückgängig machen, auch mehrfach, wie wir sehen, kein Problem. Wiederherstellen bis zu dem Punkt, wo wir waren, auch nicht. Text einfügen. Zur Beschreibung dessen, was man hier getan hat. Okay, da ist der Text. Auch der Text kann bei Auswahl des Werkzeuges entsprechend verschoben werden. Mit dem Doppelklick immer noch bearbeitet werden. Lassen sich verschiedene Symbole in den Text einfügen. Die Möglichkeiten sind also schier unbegrenzt und in einem so kurzen Video natürlich nicht vollständig erstmal darstellbar. Als Einstieg soll das genügen. Viel Spaß beim Ausprobieren.